Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Hornharz Event Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich stehe hier noch in Provo und mal schauen, wohin die Reise von hier aus geht. Externe Aufträge, wahrscheinlich wird es eine längere Fahrt. Zumindest habe ich heute früh geschaut. Ja, okay, Victoria ist das Beste. 1419 Meilen, 24, oder knapp 25 Stunden Fahrzeit. Ich nehme einfach mal an, von Provo geht es nach Victoria für 115k oder 115,5k, 80,93 Dollar pro Meile von Walbot nach Walbot. Das war auf der gegenüberliegenden Seite, sehr schön. Das haben wir ja schon mal richtig. Da haben wir auch so abgeliefert, da war ja was. Ich halte jetzt einfach mal nicht am Stoppschild. Turn left. Einfach gerade nichts gekommen ist und... This is where it ends. Na, ihr nicht, hier fängt alles an. Dann wollen wir runterfahren. Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich es eine halbe Stunde aufnehmen kann. Die Pause endet gleich. Eigentlich wollte ich heute früh aufnehmen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, weil... Ich bin jetzt quasi schon ein Video-Puffer, habe ich weniger. Also die Hälfte des Puffers ist schon vergeben. Denn, ja, ich habe einfach gefühlt überhaupt nicht geschlafen. Ich bin so häufig wach geworden. Weswegen ich dann heute früh eigentlich nur im Grunde genommen, ich weiß gar nicht mehr wie viel, ich glaube 40 Minuten Zeit hatte, bis ich los musste. Hä? Was war das denn jetzt? Kollege. Und da ich halt absolut aufgrund des wenigen Staus halt nicht wirklich auf der Höhe war, habe ich mir gedacht, werd lieber erstmal wach und nutze den Puffer. Mein Gott. Okay, wir sind langsam, weil sie schon nicht abbiegen, okay. Wie sie auch alle abbiegen. Go straight. Sehr schön. Deswegen nehme ich jetzt erstmal eine Pause auf und ich glaube. Ich mache einfach nochmal die Heizung wieder an. Und da ich, wie gesagt, schon vorher, bevor ich die erste Schicht begonnen habe heute, nachgeschaut habe, welcher Auftrag denn sein könnte, der drankommt, und ich gesehen habe, okay, es wird wahrscheinlich 1500 Meilen Richtung nach Victoria in Texas gehen. Da dachte ich mir dann auch, ja, okay, dann... Wird das darauf hinauslaufen, dass ich heute nur ATS aufnehme? Ich habe es eigentlich damit gerechnet, dass es nur eine Stunde wird, heute nach der Schicht. Ach, meine Güte. Aber es wird wahrscheinlich so auf ungefähr, okay, ich will jetzt nicht anderthalb Stunden sagen, weil ich glaube,
Je nachdem, wir sind überhaupt die Strecke. Ich habe ihn noch gar nicht geschaut. Highway 6, 55, 10 und 191. Dann wieder Highway, über Highway, 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 Highway. Erst bei Albuquerque geht es auf Interstate und dann fahren wir die Interstate 40 eigentlich komplett runter, bis es dann wir dann auf die Interstate 35 wechseln und dann sind wir dann. Na gut, und dann auch mal Highways bei Waco. Also. Es wird wahrscheinlich dann doch eher nochmal auf so 2 Stunden hinauslaufen, dass ich dann wahrscheinlich so bei 22.30 Uhr erst zu Ende bin. Also ja, weitaus später als ich wollte. Aber das wusste ich ja vorher nicht, dass ich einfach gefühlt 5-mal wach werde. Stay right. Versuchen wir jetzt einmal so gut wie es geht Zeit rauszuholen. Also zweimal, ich hab da zweimal, ne, einmal müssen wir pennen. Höchstwahrscheinlich. Mal schauen, vielleicht bekomme ich dann das morgen besser hinbekommen aufzunehmen. Eventuell ist ja ETS 2 auch eine kürzere Fahrt, also ne, 45 Minuten, 50 Minuten oder so. Dann schaffe ich das eventuell. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber je nachdem. Wenn ich wirklich nach dem ersten Wecker ausstehen würde, dann schaffe ich das noch vor der Arbeit. Ansonsten wird es wahrscheinlich dann so ein 55. Ansonsten wird das so ein. Ich fahre jetzt einfach gerade jetzt. Diesem Zeitpunkt fahre ich einfach mal ohne Cruise Control, um auch ab und zu mal, wenn es bergab geht, einfach so ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf haben. Da müssen nicht ganz so, ja, ganz so viel nach der Schicht auch noch ist. Weil wenn ich jetzt nochmal 4,5 Stunden nochmal einkaufen, also sind wir 5 Stunden unterwegs. Am Donnerstag, also letzte Woche Donnerstag, war es gewesen. Da war ja, wahrscheinlich war ja klar. Kommen Handwerker, das heißt, ich werde dann auch nicht auch einen unruhigen Schlaf wahrscheinlich haben, wenn sie früh kommen. Wäre natürlich 1.900 Gesamtgewicht. Aber naja, mal gucken. Je nachdem, wie lange sie da sind. Ist eigentlich nicht so das Problem, weil ich halt, ne? Frei habe. Aber mal schauen, wann sie dann weg sind. Also wenn sie, ich sag mal so, im Idealfall kommen sie früh und ich döse dann auch währenddessen so ein bisschen weiter.
und stehe dann um 11 Uhr auf. Oder so. Und dann versuche ich es in der Stadt zu quatschen, um irgendwie ein paar Hosen mir mitzunehmen. Und dann eventuell. Und danach würde es dann wahrscheinlich noch zu. Zu Obi gehen und gucken, ob ich da eine Schraube finde, damit ich vom E-Bike die Armatur da wieder ranbekomme, weil. Ich weiß nicht wo, das ist das Problem. Es war auf einer Strecke von ungefähr 70 Kilometer, also insgesamt 70 Kilometer. Oder in anderen Worten, auf einer Strecke von so 30, 32 Kilometer, die ich zweimal gefahren bin, ist irgendwo die Schraube, die nicht ganz locker, also die schon locker war, halt abgefallen. Und jetzt fahre ich eigentlich mir jede Schicht einen Krampf in den Daumen, weil ich die Armatur mit dem Daumen festhalte, damit sie nicht ständig runterrutscht. Ich habe das versucht mit so einer Kordel, Seilkordelbums zu machen. Hat nicht so funktioniert, wie ich es gehofft habe. Und solche. Na, wie heißen sie? Keine Ahnung, diese Plastikdinger da mit Widerhaken, die man da so reinratscht und dann nicht aufbekommt, sondern kaputt schneiden muss. Mir ist der Name gerade entfallen. Vielleicht kommt es ja wieder. Da gab es keinen im Laden. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es im Supermarkt gibt, aber okay, gab es nicht. Ja, ist ja wahrscheinlich auch umgedreht, irgendwie rangeklatscht. Das wäre halt das Problem gewesen, aber. Eine Schraube gab es ja auch nicht hier mehr, deswegen. Also, ich wollte sogar ursprünglich. Wollte ich sowieso. Donnerstag oder Freitag zu Obi gehen, um einfach für die Schraube einen Schraubendreher zu holen, weil es halt so, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß nicht, was ist das, was halt so eine Sechskant-Schraube halt war. Da dachte ich mir, okay, dann fahr ich zu Obi, hol mir dann ein Schraubendings und dann mache ich das wieder fest, aber konnte da keiner mit rechnen, dass die Schraube einfach halt nur noch in der Halterung lose drin war. Und dementsprechend aufgrund, ja, in dem Fall war es wahrscheinlich eher so wegen den Baumstämmen. Ach, hier war auch ein paar Baumstämme, sag ich. Wegen den Wurzeln der Bäume in den Feldwegen, also was heißt Feldwegen, in den Fahrradwegen auf der Landstraße, dass ich das da, ja, halt verabschiedet hat. Ich habe auch keinen Sound gehört. Ich bin auf dem Rückweg halt irgendwo drüber gefahren, war aber ja Plastik. Also hätte es nicht sein können. Aber danach habe ich es halt erst gemerkt, dass es da keine Schraube mehr drin ist. Und hab mich nochmal umgeschaut, aber keine Ahnung, was es gewesen ist, wo ich drüber gefahren bin. Aber ich hätte auch nicht drüber fahren können, so, ne? Also ich hätte nicht mehr. Er hätte schon echt weit nach vorne springen müssen, also ich dann nochmal drüber fahre. Im Vorderreifen vor allem. Aber ja. Aber wir biegen ab, super. Stay right, then exit right.
Jetzt muss ich ja schon mal ein bisschen schauen, wo ich eventuell mich aufs Ohr hauen kann. Pause machen können. Kann. Ansonsten muss ich halt am Wegrand gleich halten in 8 Minuten. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Immerhin 200 Meilen runtergefahren. Ja, das wäre nur so ein Ding und dann danach habe ich dann Zeit, dann die Aufnahmen zu machen. Weil 3 Aufnahmen halt schon echt, eigentlich hätte ich schon bei 2 Aufnahmen bleiben wollen, aber ich dachte mir, okay, 3 Aufnahmen ist noch möglich, trotz der Länge des Ganzen. Weil ich weiß gar nicht mehr, welches Event das war. Ich glaube, es war vom Kansas und Baltic Sea Event. Da habe ich auch, glaube ich, einen Abend, also als ich frei hatte, habe ich, glaube ich, 4 aufgenommen, aber da habe ich schon gemerkt, okay, da ist der Mehrwert halt nicht mehr da, so, ne? Weil irgendwann ist dann das Brain sowieso einfach nur Matsche vom ganzen Gelaber und Konzentrieren aus Fahren, dass man einfach nichts mehr zu sagen hat. Deswegen sind so 2 Aufnahmen am Tag, 2 bis 3 vielleicht, was ein bestimmtes Genre betrifft, schon passend. Weil wenn ich jetzt beispielsweise ATS aufnehme und 2 keine Ahnung, 2 Bussimulator Folgen oder so und dann nochmal als 2 Bussimulator 21 Folgen aufnehmen würde und dann noch was anderes, dann wäre es halt was anderes, weil bei Bussimulator 21 hat man ja schon ein bisschen mehr aufgrund der KI, die ja auch redet, der Passanten, hat man ja schon ein bisschen mehr, dann da kommt man halt mehr zum Reden, aber beim Trinken einfach eingeatmet. Boah. Da kann man auf die Themen aufgreifen, die alles sagen. Oder wenn halt irgendwelche Sachen passieren, keine Ahnung, Minecraft oder so, da ist es schon was anderes, aber also bei einem Genre, wo man halt eher auf sich allein ist, jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, so eine 3 oder 4 Folgen würden auch gehen, weil, keine Ahnung, nicht mit Labern dabei wäre. Wäre ich doch mal rechts geblieben, meine Güte, jetzt kommen wir ja auch nicht rüber, kommen wir raus? Es geht, ach, Dreck. Der will auch abbiegen, ach Mann. Ich stand doch, ja, fahr doch mal rein. Wenn das also so bei bleibt, dass ich dann quasi noch am Sonntag eine Sache dann, also quasi noch eine ETS bei einer Fahrt mache, dann ist es auch alles easy, dann das sollte ich, das kriege ich auf alle Fälle hin am Sonntag. Vormittag. Zu dem Mittag. Ja, 4 Minuten noch, dann muss ich mich für 3 Minuten noch. Ja, jetzt doch 50. Aus dem Quark hier. Also weit bin ich jetzt echt nicht gekommen in der halben Stunde. Na gut. Ich bin ja nicht direkt losgefahren, ne?
wird so eine kurze Pinkelpause werden hier mit am Straßenrand. Aber ja, ich glaube, ich werde dann auch den zweiten Teil der Fahrt Pedal to the Metal fahren. Einfach. Ist ja nicht alles Interstate so, ne? Aber da, wo wir Interstate fahren, da dürfen wir ja auch 80 in Texas. Und kommen wir vielleicht auch ein bisschen dubbel über die 65. Mit dem Trailer. Ich glaube, bei der Geraden hier halte ich jetzt gleich. Hier noch was? Nee, aber nicht. Dann halte ich jetzt einfach mal hier. Und dann, ja. Sehen wir uns in wenigen Sekunden wieder und ich gehe nochmal arbeiten und einkaufen. So, dann wollen wir mal weiterfahren, würde ich sagen. Schnell los, bevor was kommt. Wie gesagt, Pedal to the Metal fahre ich weiter. Schauen wir uns mal an. Wir haben jetzt gerade nur 200 Meilen hinter uns. Ah, das war eine Oin gezeichnet. Oin, eingezeichnet. Ich dachte eigentlich, müsste von hier anfangen. Wir fahren über Durango an Farmington vorbei nach Albuquerque und dann geht's ja, ab nach Texas. 1200 Meilen, einmal müssen wir pennen. Erstmal losballern. Also wie gesagt, ich ziehe jetzt einfach durch, weiter mit Pedal to the Metal. Auch wenn es wahrscheinlich wieder ein bisschen häufiger mal runter geht auf 45 oder sonstiges. Wenn es immer gerade runter geht, dann werde ich einfach mal den Tempomat wieder anmachen. Und durch die Stadt durchfahren. Stay left and then turn left. Jetzt gebe ich doch. Okay, never mind. Turn left. Dann wird es auch mal gleich Tag werden, auf alle Fälle. Ja, wir fahren erstmal den Tag hinein. Go straight. Stay right. Und dann können wir jetzt fahren mit dem Gas wieder durchgedrückt. Schön wie ein Sonnenaufgang. Also jetzt wieder ein paar Mal Tagfahrten. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie das Ding heißt. Was ich zuvor beschrieben habe.
Ich dachte, vielleicht weiß ich es nach 5 Stunden, aber nee. Also wie gesagt, wenn ihr es wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Oh, ja. Ich merke schon, na, hier, also man sieht es eigentlich schon am Digitalen, dass wir noch bei der Hälfte vom Tank sind. Aber ist ja schon mal gut, also auch wenn ich jetzt ein bisschen Kohle verloren habe durch den Schnellfahren, Unfall und war noch was. Go straight. Trotzdem, ja, wir verdienen ja gut Geld hiermit, also es ist schon mal eine gute Ausgangsposition für zukünftige Sachen. Aber das ist ja auch mal gut. Besser als der 2, aber das ist ja mittlerweile gang und gäbe. Kriegen wir das mit dem Speed hin? Ja, ich denke schon. Das passt, dann jetzt geht es runter auf. Mal auf 30 runter. Okay, ich bleib mal rechts, weil ich muss wieder raus bei der Waage. Man kennt es ja mittlerweile. Also, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich weiß es gerade nicht mehr, ob das bei gestern so war, aber eigentlich 100% Quote bei den Wagen, ne? Also irgendwie ganz weird. Fahren wir dann gestern gleich lang. Okay, dann fahren wir nicht bei Durango vorbei, sondern durch Farmington durch. Okay. Ist auch fein. Weiter geht's. Es ist halt echt irgendwie sehr interessant, dass bei... Also ich kann es mir jetzt eigentlich nur dadurch erklären. An der Fracht. Ich meine, ich bin zwar auch nicht ganz so gut gefahren zwischendurch mal, aber... Aber ob das dann wirklich so krass war, dass es jetzt halt irgendwie so stark beeinträchtigt ist. Also ich wäre jetzt eher so von... Weiß ich nicht, 50-50 ausgegangen oder 60-40 von den Sachen. Aber ja, weiß ich nicht, woran das liegt. Turn left. Ja, auf die Waage rauf. Dreißigtausendsechshundert, doch Gesamtgewicht. Okay, jetzt sind wahrscheinlich auch noch die 15, deswegen versuchen wir mal ein bisschen langsamer zu fahren. Einfach, weil wir ja schon mal die Erfahrung gemacht haben, dass gerne mal die Cops auch den nächsten Abschnitt
Bin mal sehr gerne ein Reitrücken, wo man hier eigentlich 30 fahren dürfte. Caution. Please mind the speed limit. Caution. Please mind ja, Schnauze. Get ready to turn left. Machen wir mal. Turn left. Oh Gott. Ich dachte, ich bekomme eine Kurve. Eigentlich hätte ich es auch bekommen müssen, aber okay. Ja, nichts mit Speed Limit hier. Genau, und auf 30. So, runter 45 wieder. Dann können wir gleich kurz zumindest ein bisschen Gas geben, bis es, ich glaube, links rum geht nach Farmington. Ich bleib mal einfach bei den 45, sicherheitshalber erstmal. Wenn wir schon mal was haben zum Runterbremsen. Und dann geht's weiter mit 65. Ja, doch, mein, also das ist eine weite Strecke noch. Wir fahren einfach mal mit 56. Gibt's eigentlich schon ein bisschen. Ja, okay. Stay right, and then turn right. Einfach immer, wo es geht, ein bisschen Zeit reinholen. Ja, es gibt sogar einen Truck Bypass, okay. Gut zu wissen. Dann rollen wir an Farmington vorbei.
Ach ja, ist doch wieder schön, hier durchzufahren, die Landschaft. Oh. Wenn man dann noch vielleicht auf die Ampel gucken würde. Und jetzt nicht ganz so stark bremsen muss hier die ganze Zeit. Ich merke schon, ich muss eigentlich auf der rechten Spur sein, weil der Western Star, oder zumindest was mit der Western Star mit den 40.000 Pfund schweren Fracht hinten dran einfach braucht, bis da eine Pölle kommt. Andererseits komme ich auch nicht immer rechtzeitig mit der aus Gaspedal drücke ich nicht rechtzeitig mal drauf, deswegen daran muss auch ein bisschen liegen. Muss ich mich noch irgendwie jetzt gleich rechts einsortieren, weil ich mal gelassen werde. Ich force das gleich. Da ist nichts anderes übrig. Turn right. Und dann geht es auf die Interstate, vor allem auf dem Highway 550 scheinbar. Ich weiß nicht, wahrscheinlich muss ich jetzt noch nicht tanken auf dieser Fahrt. Okay, das sieht man zumindest jetzt hier nicht. Wie viel Meilen man noch damit fahren könnte, aber ich denke mal, am Ende der Fahrt mindestens in der nächsten Fahrt ist dann tanken angesagt. Auf nach Albuquerque. Schön bergauf und bergab. Erstmal. Zumindest. Ich bin ja echt mal gespannt, was als nächstes rauskommt an DLC, weil es. Wie gesagt, ich habe immer noch nicht, falls es sowas gibt, nach einer Roadmap geschaut. Auch keine Streams bisher nachgeschaut, was ich eigentlich vorhatte. Man kommt halt nicht dazu. Ich war gespannt, welches DLC als nächstes rankommt. ATS. Wird gerade sehr viel über Nebraska und Arkansas gepostet. Quasi alles sein, ne? Mal 63 vielleicht jetzt gerade hier mal durch. Und ich glaube, das geht jetzt, ja. Sehr gut. Ach, es ist wieder schön hier durch.
Scheiße. Okay, das ist eine Sache, die ich vielleicht testen kann. Ob weil ich jetzt den einen Kopfhörer aus dem Ohr rausnehme. Ob dann das andere geht. Schwierig so mit den Felsen und mit den Tannen. Okay, ja, funktioniert. Ist nur unter unangenehm, weil ich immer den rechten Kopfhörer in den Kopfhörer nutze und der dementsprechend an mein Ohr sich angepasst hat. Im Gegensatz zur linken, die ich eigentlich nie habe, weil, naja, links ist halt, sind halt meistens die Autos, da will ich natürlich das hören, wenn dann irgendwie. Oh. Keine Dings an. Wenn dann irgendwie ein Auto angebrummt kommt oder wenn irgendwie, wenn für dich zumindest so das elektrische oder die Reifen hören, wenn da mal wieder ein E-Auto vorbei rauscht oder angerauscht kommt. Deswegen nutze ich den linken Kopfhörer nicht, den linken In-Ear-Kopfhörer und Mann, hab ganz wieder vergessen, wie sehr das am Anfang auch mit dem rechten dementsprechend einfach, ja, ich kann mich quasi atmen hören. Jetzt mit den Kopfhörern oben drauf. Boah, diese Feldstruktur ist auch echt cool, diese Berge. Es ist einfach schön. So, wenn man hier so durchfährt, dann stellt man sich vor, wie das einfach früher war. Da sieht man einfach jemanden oben rechts, so drei Leute oben mit Pferden stehen und über die Prärie schauen. Oder bin ich es? Fast so wie ein bisschen in Red Dead. Und da sind es immer noch 9 Meilen. Also man kommt nicht vor, also man fährt viel, ne? Das hat die Frage, 15 Stunden 3, das wird, könnte vielleicht auch ein bisschen eng werden, wer weiß, einfach aus, Entschuldigung, aufgrund dessen, weil wir jetzt hier halt auch auf dem Highway mit 70 fahren dürften. Dementsprechend könnte es sein, dass diese 5 Meilen, die wir unter dem Speedlimit immer fahren, auch ein bisschen reinkicken und dann die Zeit ein bisschen, dass wir dann doch zweimal pennen muss. Wieder runter auf 55. Stay right and then turn right. Und dann haben wir Warriors auf Interstate oder schon. Ja, wir sind auf Interstate drauf und dann. Ja. Ich würde fast sagen, kommen wir ein bisschen voran, aber wir sind ja schon bisher vorangekommen. Schauen wir mal, wie viel es bergab geht. Wahrscheinlich nicht so viel. Jetzt dürfen wir 75 fahren. Und das ist ja
25 jetzt. Und dann wechseln wir auch die Runde zu 35. Mal für ein gutes Tempo, aber jetzt 65. Okay. Für das Kreuz, so, wir sind ja wahrscheinlich schon bei Albuquerque, kann das sein? Ja. Wieder über das Kreuz von Albuquerque. Wir nutzen es mal wieder. Nach Santa Rose, offenbar. Das ist 40. Stay left. Man muss halt sagen, einerseits ist es gerade noch echt gut. Also ich hoffe, also wollte ich eigentlich vorher sagen, aber ist mir jetzt gerade wieder erst eingefallen. Ich hoffe ja ein bisschen darauf, dass das Event noch mal ein bisschen erweitert wird, also noch mal eine Woche rangehangen wird, wie bei den, eigentlich gefühlt bei jedem Event, was dann noch mal 2 Wochen oder so rangehangen werden, oder ein bis zwei Wochen, einfach damit ich nicht so ganz den krassen Druck habe. Mal schauen, ob das dann irgendwie im Laufe dieser Woche, der letzten Woche, angekündigt wird oder nicht. Weil wenn ja, das wollte ich jetzt nicht. Weil ja, wenn dem so ist, dann werde ich das natürlich auch in Anspruch nehmen und ein bisschen langsamer machen, weil so, wenn ich jetzt hier beispielsweise Fernfahrten auf Full hätte, dann könnte es natürlich auch sein, dass wir jetzt hier eine Fahrt haben von 3000 Meilen oder so. Und dementsprechend wäre das dann halt jetzt, würde ich halt nur eine Fahrt pro Tag schaffen. Dementsprechend, Ah, stimmt, wir werden ja müde, da war ja was. Ah, 14 Stunden. Ah. Ich weiß ja gerade nicht mehr, es waren 24 Stunden insgesamt. Das heißt, wir sind jetzt. Ne, es waren 25 Stunden. Es war knapp unter 24 Stunden. Im besten Fall. Und vielleicht auch der nächste Stop. Wir können aber auch, was ist denn da, 41, gut, dann muss ich es ja eigentlich hier jetzt gleich machen, weil da muss man halt nicht rausfahren, deswegen halte ich mich mal rechts und dann fahren wir bei der nächsten Rest Area raus. Dann hauen wir uns kurz aus und dann geht es die wilde Fahrt weiter. Das ist, glaube ich, auch mal ungefähr 50 Minuten oder so. Fahrtzeit. Moment, da war eine Waage, oder? Das war keine Rest-Area, das war eine Waage. Mit Schlafmöglichkeit. Das heißt, wir werden sowieso rausfahren. War doch eine Waage, oder? Nee, okay, war ein Viewpunkt und keine Waage. Ja, ist ja gut.
lieber selber bremsen sollen und nicht. Ist auch wieder wild hier so ein bisschen. Super. Ich dachte, das hätte gereicht. So. 802 Meilen. Etwa 3 Stunden Fahrzeit. Nochmal Kohle ausgegeben. So muss das. Ich sag 30 Stunden. 42 Minuten sogar Fahrzeit. Oh, boah. Puh. Das sollten wir eigentlich hinbekommen, oder? Fahren wir durch. Zahlen wir nochmal 100 Euro. Vielleicht schon 100 Dollar. Glaube ich, Strafe. Okay, wir schauen mal nach. 13:37 sind wir da und dann, das heißt, wir haben einen Puffer von 13 Minuten. Mal schauen, ob es bei 13 Minuten bleibt oder nur wieder mehr oder weniger wird. Aber wir ziehen das durch, würde ich sagen. Ich meine, wir fangen ja jetzt erstmal weitestgehend zumindest der ganze Weg gen Osten ist ja Interstate. Danach fahren wir nochmal ein bisschen südlich Interstate 35 und danach geht es ja eher über Highways nach Victoria. Die Highways, die könnten problematisch werden, was die Zeit betrifft, was den zeitlichen Aspekt betrifft. Aber werden wir dann mal sehen. Könnte aber halt auch dazu führen, dass wir da ein bisschen mehr über die 65 fahren können, als jetzt hier über die Interstate. Aber schauen wir mal. Muss ich noch mal kurz raustappen, um sicher zu gehen, ob ich wirklich aufnehme oder nicht. Aber ja, ich habe auch diesen Part aufgenommen. Und dieser Part wird aufgenommen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass ich vergesse. Fort Summer, beziehungsweise eigentlich geht es ja, oh ne, wir sind ja schon bei Tuckum Curry, glaube ich. Oh, noch nicht. Nicht der Pfannenlauf. Ja, wir kommen noch nach Tuckum Curry. Nur noch wenige 100 Meilen bis Texas. Okay, 40 Meilen scheinbar noch. Nach Tuckum Curry geht es ja nach Texas rein. Dann fahren wir eine sehr weite Strecke in Texas nochmal. Der nächste Spot gewinnen, aber da hätten wir es einfach nicht mehr geschafft. Das ist eine etwas größere Rest Area als das weirde von gerade eben. Wir kommen am Tag an, oder? Ja, mittags kommen wir an sogar. Mittags kommen wir an. Okay, wir fahren von Mitternacht bis Mittag. Mehr oder weniger. Das ist früher schon, aber.
Texas direkt ein bisschen südlich von Texas, mal südlich her. Dann denke ich auch wieder neue Sachen. Der einzige Nachteil im Pedal of the Metal ist einfach, dass ich nicht nebenbei einfach freihändig quasi fahren kann und nebenbei trinken kann. Da müssen wir gerade so auf. Aber das ist eigentlich wirklich weitestgehend Gaspedal runtertreten sein. Abgesehen von den paar. Yep, sorry. Stay left. Ich war jetzt, ich habe angerauscht. Aber nice, dass die Krieg das macht. Ich wollte jetzt nicht runterbremsen auf 20 Miles pro Hour. Das steht sich auf Interstate. Ihr hättet ja auch mit Tempo 60 oder 65 nach links stellen können. Und da wurde es auch wieder dunkel. Aber es kommt hier auch immer echt gefühlt. Ja, es ploppt einfach immer wieder KI auf, was man gar nicht fernlich anmachen kann. Man will ja keinen blenden, ne? Meilen knapp noch. Was ist jetzt bei ungefähr? Bei 19 Minuten oder 18 Minuten, 18, 19 Minuten. Also ein bisschen Zeit fahren, holen wir auf, aber das war ja auch sonst im sonstigen Verlauf, war es ja teilweise häufiger mal so, und da war es ja trotzdem so, dass wir dann irgendwie ja Strafe zahlen mussten. Ich glaube, es war ja mit ETS2 war das ja, glaube ich, so. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber auch gleich auch wirklich das ATS-Video von vorheriger Woche schneiden müssen. Hab's da angefangen, aber auch nicht weitergemacht, weil einfach keine Zeit dafür war. Muss ich das mal gleich nebenbei machen. Muss ich mir einfach mal die Zeit dafür jetzt durchnehmen. Und deswegen komme ich ja gar nicht voran, was das betrifft. War ja klar, dass wir wieder vom Navi verarscht werden. Fahren sie vorne wieder langsamer, ne? Also ist da wieder. Wir holen ein bisschen auf, habe ich das Gefühl. Ja, okay, wenn man bremst, holen wir erst recht auf. Okay, wie weit runter geht's? Frage für einen Freund.
viel? 60? Ich fahre jetzt nochmal 63. Wir haben dann ein bisschen mehr drüber. Ich will gleich fahren, wie viel wir schnell wieder fahren dürfen. Ja, links bleiben wir. Bleiben links. Sind wir bei Amarillo. 600 Meilen noch bis Victoria. Das ist ja gut, ich habe wieder runter auf 63. Jetzt, wo wir gerade mal nur die 63 haben. Okay, never mind. Ich nehme trotzdem mal einen Schluck. Ich weiß gar nicht, wo fahren wir nochmal lang? Jetzt in Texas, okay, wir fahren bei Wichita Falls, Fort Worth, genau, und dann Waco, an Waco vorbei und dann sind wir bei Victoria. Ah ja, Galveston ist in Texas. Ah. Da war ja was. Kann ich bisher jetzt eigentlich nur aus Streams und Dokumentationen über Hurricanes. Aber ich kann mich auch echt nicht mal an das Schlagbild erinnern. Außer das Uferpromenade und so weiter natürlich. Und ich glaube, ja. Die ein oder andere Brücke über, nennen wir es mal Meeresbucht. Glaube ich. Ich merke schon, wir sind auf der falschen Spur, weil die linke Spur ist ein bisschen zu schnell gerade. Okay, never mind. Jetzt fahren wir ein bisschen zu langsam mal wieder. Obwohl ich nur mit 65 statt 75 fahre. Bremsen wir mal wieder den Verkehr aus. Kommen wir während den Events am besten. Ey!
Ich habe nur raufgetippt. Glaube ich. Meine ich. Eigentlich schon. Wieder schön Geschwindigkeit verloren. Durch den Mist. Also sortieren wir es mal wieder rechts ein. So, weil ich nicht mal, wir sind schon gar nicht mehr auf in der Zeit, ne? Nee. Oh, schön. Wieder mit dem Güterzug. Für die weiten Flächen. Dein Schiff, okay, jetzt werden wir rausgewunken. Was? Ich bin schockiert. Okay, nee, ich bleib noch hier. Oh, jetzt werden sie alle. Fahr weiter! Okay, sie bremsen, weil sie bremsen müssen. Wunsch auf 30. 20, weil es da vorne, glaube ich, wieder eine rote Ampelphase ist. Ich glaube, die Ampelphase bekommen wir nicht. Kann man mittlerweile nicht anders? Okay. Immerhin Pole Position. Nach der nächsten Ampelphase. Dann sind es noch 474 Meilen. 8 Stunden 20. Es sind 14 Minuten jetzt nur noch. Und wie wir sehen, muss ich wahrscheinlich tanken. Noch während der Fahrt. Wenn man es falsch einschätzt und recht natürlich da Cops sind. Katsching, there goes the money, aber gut, wir sind immer noch über 100.000. Go straight. Man, der noch alles im grünen Bereich, ich glaube, wir sind jetzt bei minus 4.000 oder so. Super. Ja. Riskiert und keine Schüssen. Geht wieder ein bisschen bergab. Können wir es ein bisschen geschwindig wieder aufbauen? Never mind, die wir nicht haben, jetzt geht er bergauf.
paar Jahren ein Rutsch. Ist doch machbar. Eng, aber machbar. Wenn wir hier nicht wieder ausgebremst werden. Okay, ich muss gleich wieder wechseln, glaube ich. Okay, ist nicht ganz so lang, wie ich jetzt gerade dachte. Vielleicht bremst du ja nochmal. Er will zumindest hier nicht raus. Aber er ist schon ziemlich langsam. Die Nadel ist bald im roten Bereich. Was den Tank betrifft, aber schön bei den Windrädern. Bei der Windmühlen gesagt. Damals, das sind ja keine Windmühlen, sondern das sind Windräder. Oh. Schon lange nicht drüber gekonnt. Okay. Der hat irgendwo, also wahrscheinlich die Ampel, super viel Zeit gekostet, aber abnormal viel. Das ist ja schon was gruselig, so viel ist das. Ja, und da fliegt der zeitliche Puffer vorbei. Den wir mal hatten. Sind dann gleich bei Wichita. Stand dann. Ist halt blöd, aber ich glaube, ich muss tanken. Also das ist blöd, dass man das nicht sehen kann, wie viel Meilen man noch schaffen könnte. Es ist halt. Aber. Nichts. Kein Tanker, die wirklich direkt quasi an der Interstate oder am Highway ist, sondern das ist ein bisschen Abfall. Wir müssen mal gucken. Ich will da nehmen. Schauen uns die Nadel nochmal genauer an. Ein bisschen haben wir ja noch Puffer. Ich weiß nicht, ja, ist ja gut jetzt. Hat Victoria selber eine Tanke? Wir müssen da noch Victoria reinfahren wahrscheinlich, ne? Ja, aber Victoria hat noch eine Tanke. Prinzipiell, wenn wir das durchschaffen mit... mit dem ganzen Tank. Also wenn ich jetzt nicht nochmal mit Trailer tanken muss, dann können wir das auch in Victoria machen. Muss ich erstmal echt auf die Tankanzahl achten. Mit wie viel Tanks sind wir denn gestartet? Ich glaube mit
mehr als halb, ne? So mit 55, 57 Tank Füllstand. Ich glaube, ich muss unterwegs tanken. Stay left. Caution. Please mind. Ah, hast du ihn bekommen? Was für Caution? Das kriegen wir, sollten wir eigentlich hinbekommen mit Trailer und mit der Tankfüllung. 350 Meilen noch. Das sollten wir hinbekommen. Beziehungsweise, ich markiere mir etwas, was. Ja, ich markiere mir das. Wenn wir bis dahin kommen, und noch genügend Tank haben für die restlichen paar hundert Meilen oder paar Meilen, dann lassen wir das mit der Tankfüllung. Also tanke ich nicht, ansonsten tanke ich da eben. Zumindest so ein Ziel gesetzt mal, ein Zielpunkt. Ich glaube, das sollte klappen. Ich meine, wir haben noch 400 Meilen, 1000 Meilen sind wir jetzt gefahren. Boah, das ist halt die Frage, ne? Kann man sich ja prinzipiell ausrechnen, wenn man die Werte noch im Kopf hätte. Also wie viel Gallonen Tank wir haben und so weiter. Dann mit dem momentanen Miles per Gallon Prinzip. Sorry, nicht drauf geachtet. Eine Nadelbreite jetzt schon oben reicht. Wenn ich es richtig sehe. Und das ist bei Fort Worth. Oh. Seht ihr da oben das Flugzeug mit den Kondensstreifen? Das ist mir jetzt noch nie aufgefallen. Moment. Okay. Da. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Oh, da links auch. Das ist ja mal neu, oder? Mal abgesehen davon, dass ich nie Flugzeuge so weit, also quasi auf Reise, auf Flughöhe, Flugreisehöhe gesehen habe. Ist jetzt die Frage, ob das so ein Skybox, wahrscheinlich ist es ein Skybox-Ding und kein Texas-Ding, ne? Also. Ein weiterer Punkt für die geile, wahrscheinlich ein weiterer Punkt für die geile Skybox Update Version. Ich wollte nicht blinken. Doch, wollte ich. Stay left.
Ah, hier sind wir, okay. Ein bisschen wieder Interstate und dann geht's wieder runter. Tank, 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 Tank. Ich bin jetzt ungefähr 130, 40 Meilen gefahren. Ja, easy going, oder? Ist das mal easy going? Es sei denn, da ist gleich ein Loch im Tank. Man weiß ja nie. Ich meine, es ist auch der LKW, aber eigentlich guten Zustand. Eine sogar im Top-Zustand gewesen. Stay left. Ja, mache ich. Ja, weiter Richtung Waikau. Und dann gehen wir wieder Stoff. Weil wir versuchen es. Teleskoparme. Da unten das Z 35 West. Könnte meinen, das ist ein Dallas. Ich war bei Dallas, weil wir sind nicht bei Dallas. Wo sind wir? Oder wir müssen eigentlich bei Dallas sein. Oder. Okay, nevermind. Mein, wir sind weit, weit weg von allem eigentlich. Ich dachte, wir sind gerade wieder in einer großen Stadt. Da hätte ja Dallas ja gepasst. Stay left. Je weiter wir gehen Süden kommen, desto grüner wird das in Texas. Stay left. Schon eine weite Fläche. Mit den hohen Strommasten, die über die Interstate gespannt sind. Aber ich muss sagen, ich finde es interessant und auch cool, dass man halt neben der Interstate eine Straße hat, die befahrbar ist, dass man eigentlich einfach nur so eine inszenierte Fläche hat. Das ist doch echt ganz angenehm. Erst auf dem alten Waikau, The Lone Star State 14 von 30. Da haben wir ein Stadion wahrscheinlich hier links oder eine Art Gallery, keine Ahnung. Okay, Stadium. Art Galerie.
bester Joke ever. Warum rechts halten? Wir müssen ja nicht raus, wir müssen raus. Das ist wahrscheinlich jetzt bei dem Abschnitt. Gleich, wo wir wieder über Highways fahren. Nehme ich mal an. Das ist so früh gebremst zum Stehen gekommen. Ja, jetzt Interstate. Highway 77. Durchgehend. Und der Tank sagt: Scheiße, wir müssen geradeaus. Ja, wir müssen hier hin. Geht nicht anders, fahren wir einen Umweg und fahren wir nicht den Weg. Dann tanken wir zwischendurch. Bleibt uns nichts anderes übrig. Jetzt mal rechts halten. Damit würde ich auch tanken können. Und dann tanken wir das erste Mal den Western Star 5700 XE. Dass man mit 40 durchfahren kann. Kommen wir schneller zur Tanke. Und so weiter und so fort. Go straight. Schuld. Geht ja wieder rein. Später. Kommen wir schon hoch? Ich glaube, hier kommen wir raus. Ne, wir sind keine Autos. Okay, let's find a new wir sind LKWs. Go straight. Doch, von hier rein. Dann $3,41, einmal bitte volltanken. $291 für $992. Und der Bar, hier kommen wir nicht raus. Wir kommen hier raus. Ich mal. Hasen, never mind. Drehen wir mal eine Runde über den Truck. Okay. Eine Ehrenrunde hier. Die wir nicht haben, die Zeit. Die wir überhaupt nicht haben. Kommt ein bisschen was, aber wir sind genauso schnell, deswegen können wir auf der Bahn und haben trotzdem eine rote Ampel. Super.
173 Meilen, 3 Stunden 21, 2 Stunden und fucking 50. Kann ich eigentlich bei dem Punkt, den ich mal so als Markierung gesetzt habe, dann mich aufs Ohr hauen? Bleibt mir nichts anderes übrig. Ist ja auch cool hier rechts, dass man da auch quasi drauf kann. Also da ist kein Weg und so, aber man könnte ja prinzipiell drauf. Ich habe zumindest keinen Pöller gesehen oder sonstiges. Das ist auch schon mal ganz angenehm. Freie Bahn. Mehr oder minder zumindest. Oh, das war sogar knapp. So, Highway 77, 45er Speed Limit. Bis wir das erreicht haben, dürfen wir wahrscheinlich schneller fahren als 45. Man kennt es ja mittlerweile. Jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Wir wollten eigentlich noch die Mülltonne nach hinten holen. Es ist ein bisschen spät dafür wieder. Muss ich die wieder nach hinten tragen. Wer weiß mal, die ganze 77. Ach, die Interseite, den Highway 77. Hoch. Weil ich habe keinen Bock, meine Hose anzuziehen. Vorbei. Ich kann auch mal die andere Hose anziehen, gegen die ich auch Bock in die Mutter gekommen bin. Deswegen ist sie gerade auf einer schmutzigen Wäsche. Oder? Da habe ich nur den Punkt verpassen von der Rest Area, ne? Ich meine, das ist ja nicht mal ganz so weit, 144 Meilen, die dürfte ja schon fast kommen. Ja, ich glaube, im zweiten Part der Interstate, des Highways. Ich habe ein bisschen zu viel Schwung gehabt. Für die Kurve. Dann müsste das ja jetzt. Ah, ne, nevermind. Was ist denn noch von das? Ach. Meine Güte. Highway, nicht Interstate. Nix Interstate Highway. Highway, 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 Highway. Caution. Please mind the speed. Mach ich doch. Jetzt. Ganz kurzer Abstand mit 60.
Weiß ich nicht, ob ich den schaffe. Bezweifle ich sehr stark. Na, wobei, je nachdem. Ja, okay. Na, vielleicht ganz am Ende. Aber da kam doch noch ein Schlafplatz, oder? Der war doch hier. Ja, der war hier. Vor der Interstate ist dann der Truckstop. Stay right, then exit right. Das ist wahrscheinlich sogar so ein Ding, was wir einfach durchfahren können. Exit right. Dementsprechend sind wir ganz alles. So müssen wir Geschwindigkeit aufbauen. Das Speedy Gonzales ist ja was anderes. Wir haben ja, ne? 460 PS. Glaube ich. Nur. Oder war das Renault? Renault, oder? Wir haben hier 605? 600, glaube ich, ne? Oder was sind so? Ich glaube, der Renault Premium hatte 460 PS. Ich darf den nicht gleich verpassen, ne? Die Ausfahrt. Ich merke schon, das wird wirklich in der Vollbremsung. Man kriegt schon Reifen oder so. Dann lassen wir uns mal ausrollen, aber da kommen wir jetzt die 45. Mach ich doch mal lieber die Motorbremse an. So auf 50. Da kommt sie gleich. Komm mit der Truckstop. Go straight. Timing immer wieder on point. 40. Go straight. Caution. Please mind the speed limit. Please mind the track. Das hat ein bisschen was von Asheville. Asheville? Asheville, ich glaube Asheville. Das ist ja auch ein Text. Und das fährt ein Amtrak da durch. Ich meine, es war Asheville. War das Asheville? Mal nachschauen, wenn wir hier Gas geben. Aber es wird passen, so von der Szenerie her. Also entweder Ashland oder Asheville. Asheville? Okay, never mind. Asheville ist North Carolina. Caution. Please mind the speed limit.
caution. Please mind the speed limit. Okay, dann mein, das war Ashland. Ich habe ja noch nicht nachgeschaut, ob das jetzt Texas ist oder nicht. Ich weiß, ich werde müde, ich muss aber, ich schlafe ja auch gleich. Ashland. Ja, hier schon draußen, ja. Ist ja auch cool. Ey, Vegetarian, wo sind wir denn hier? Oh. Kann ja auch sogar prinzipiell lesen von hier. The oldest Czech settlement in Texas was established at Houston when in November 1856 the families of Joseph Yanda, Valentin Kolibal, František Koza arrived here from Czechoslovakia. Interessant. Okay, ich muss vorfahren. Okay, es ist Oregon, nicht Texas. Aber es hat mich gerade da so ein bisschen erinnert. So die... der kommerzielle Bereich direkt an den Schienen, der daran vorbeiführt. Also die Schienen, die an kommerziellen Bezirk vorbeiführen. Da waren es noch, ja, 50 Meilen bis zum Ziel in Victoria oder von Victoria. Caution, please mind the speed limit. Go straight. Please mind the speed limit. Mensch. Wahrscheinlich außerdem wieder den Blinker anmachen. Ah, Boxcar, du darfst noch. Ne, Einfädelung, dies, das. Genau, die kann ich nicht. Tunnel. Schön mit dem. War es ein Boxcast? Ich glaube, es ist ein Boxcast. Eieieiei, ich fahre doch nur durch den Tunnel durch. What the fuck? Okay, für den Unfall, der jetzt gleich kommt, da kann nichts für. What is happening? Go straight. Hallo? Ist der jetzt besser? Ja. Weird. Dann hast du den jetzt einfach mal gespeichert und neu gestartet. Okay, hier ist eine Rest Area. Prinzipiell. Die Frage, ob sie jetzt für uns aufgeht oder nicht. Oder ob es quasi wegen der Baustelle einfach gerade nicht geht, aber ne. Und das ist aber eigentlich schon gleich der, und dann müssen wir uns nur noch aufs Ohr hauen und dann sind wir zumindest. Für heute erstmal durch. Was Fahren betrifft für mich. Ich
muss halt dringend schneiden. Und eigentlich auch heute noch rendern. Mein Gott! Halt doch ein Tempo und... meine Güte. Durch die KI passieren hier, glaube ich, echt die meisten Unfälle. Bisher wird man am meisten wieder ausgebremst. Wallburn sieht man schon ein bisschen so auf der Karte. So weit rechts. Oh, 50. Wo kommen denn die 50 her? Ja, aber wo kommen die 50 her? Kann man doch auch gerne mal auf der linken Seite zeigen. Erst auf mal in Victoria, the Lone Star State. 15 von 30. Turn left. Oh, sehr schön. Schöne Ampelphase, schöne Ampelschaltung, besser gesagt. Und da sind wir bei, mehr oder weniger bei Wallbird. And then turn left. Turn left. Ja, ein bisschen spät zum Stehen gekommen. It's all over now. Noch nicht ganz, ich muss was einparken. Eventuell, ja doch. Es muss was einparken sein. Ja, falsche alte Bruch gewählt. Ich hätte zwar noch nachkorrigieren können, aber ich dachte mir, okay. Komm mit mir mal. Und dann laden wir mal die Valentinstagsgeschenke ab und kassieren die Kohle. Ausgezeichnet, Valentinstagsgeschenke von Provo nach Victoria geliefert. Gefahrenstrecke 1431 Meilen, Dauer wahrscheinlich irgendwas mit 2 Stunden plus minus. Weil ich wieder mal ausklampüsern müssen hier für die Statistik, die am Ende des Events kommt, in den Community, als Community-Beitrag. Verbrauchter Kraftstoff 225,4 Gallonen, erledigte ATS, World of Trucks-Aufträge 157, 115.500 gab es dafür, 2900 Erfahrungspunkte und damit bin ich Level 30, 18 Wheels of Skill und ja. Im Grunde genommen 40% von Level 30 ist auch schon durch auf Level 31. Dann geht es jetzt auf wirtschaftliches Fahren wieder. Und dann haben wir nur noch 6 Level quasi, die wir dann
haben müssen, um die verbleibenden Verbunkte noch zu verteilen. Dann fahren wir nochmal eben fix. Wo fahren wir jetzt einfach hin? Ach komm, wir fahren zu dem Kleinen hier. Time to get the job done. Und ja gut, hauen wir uns dann nochmal einfach aufs Ohr. Vielleicht oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wie spät haben wir es? Ja doch, wir hauen uns nochmal aufs Ohr. Einfach mal machen, dann sind wir gewappnet für die morgige Fahrt. Pennen müssen wir zwar sowieso, aber dann müssen wir nicht allzu früh pennen und können das dann ein bisschen besser kalkulieren. Bahn, nicht ganz, aber man lässt uns. Stay right. Einmal zu viel. Caution. Please mind the speed limit. So, kurz Abstand bei 55. Jetzt können wir wirklich das Gas wieder durchtreten und kommen auf die Geschwindigkeit. Oder sind wir gleich bei dem Platz für die Nacht? Die Mütze Schlaf, die brauche ich auch. Auch wenn ich sie noch nicht jetzt haben werde. Morgen schön wieder volles Programm an ETS-Zeug und ATS und arbeiten. Turn right. Turn left. Here we are, safe and sound. Und dann schämen wir uns mal einfach hier hin. Ne, ich wollte pennen. nevermind. Da würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Hall & Hearts Event Video wieder. Entweder morgen bei ETS 2 oder übermorgen wieder bei American Truck Simulator. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.